Lass aus deiner Stärke keinen Übermut erwachsen. Reiß dich zusammen, du bist emotional geworden. Na, das zumindest kann man von dir nicht behaupten. Hattest du überhaupt jemals Gefühl? Geh dir. Hier geht es um etwas Größeres. Du hast jahrelang trainiert, gelernt, gekämpft. Die Welt steht dir offen, die Loge baut auf dich. Das alles bist du bereit zu opfern für Gefühle. Der Rubin scheint wirklich einen schlechten Einfluss auf dich zu haben. Was, weil Gwendolyn mich dazu bringt, Dinge zu hinterfragen? Nein, weil ihr kindischer Trotz unserer Sache im Weg steht. Wir sind die Elite, Gideon. Hast du vergessen, wer du bist? Woher glaubst du zu wissen, wer ich bin? Man wird den Jungen wieder auf Linie bringen müssen. Ein sentimentaler Ausrutscher fängt sich wieder. Wir haben seinen Bruder Raphael nach London bestellt. Er wird schon dafür sorgen, dass Gideon sich ein bisschen austobt. Warum wurde Gwendolins Geburtsurkunde gefälscht? Damit das Schicksal meiner Tochter nicht in den Händen von Menschen wie dir liegt. Das nehme ich dir nicht ab, Grace. Ihre Tochter ist völlig unvorbereitet und bringt damit sich selbst am meisten in Gefahr. Ich hatte meine Gründe. Außerdem geht euch das gar nichts an. Damit kommst du nicht durch, Grace. Gwendolyn! Warum bist du allein? Gideon musste weg. Komm, wir gehen. Lass die Hebamme suchen, die das unterschrieben hat, und bring sie zum Reden. Bist du müde? Soll ich dir noch was kochen? Nein, danke. Hey, stimmt was nicht, Süße? Du glühst ja, hast du Fieber? Mom, ich versteh's einfach immer noch nicht. Warum durfte niemand meinen richtigen Geburtstag wissen? Wolltest du, dass ich wie eine komplette Idiotin dastehe, oder was? Ich wollte, dass du ein starker, selbstbewusster Mensch wirst, der seinen Gefühlen mehr traut als der Ideologie dieser Loge. Ja, Mom, aber vielleicht will diese Loge ja wirklich etwas Gutes. Und vielleicht hatte der Graf Ideen, für die sich zu kämpfen lohnt. Grandpa hat doch auch dran geglaubt. Vertraue nur dir selbst. Das hat Lucy immer gesagt. Was hat denn jetzt Lucy damit zu tun? Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du sie selber fragen. Mom, Lucy ist im letzten Jahrhundert und ich bin hier. Wie soll ich sie fragen? Seit Hunderten von Jahren wird das Zeitreisegehen in den Familien der Devilliers und Montrose weiter vererbt. Aber erst seit kurzem ist klar, dass ich, Gwendolyn Shepherd, dieses Gen geerbt habe. Was suchen Sie überhaupt? Antworten auf mindestens 1000 Fragen. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, Klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und... Und dabei verdammt sexy. Warum habt ihr die Zeitmaschine gestohlen? Und warum seid ihr abgehauen? Um dich zu schützen. Schützen wovor? Igitt, könnt ihr mal aufhören mit dem Gesabber? Verschwinde! Verschwinden? Ich? Die Loge ist mein Zuhause. Das sind die Menschen, die mich am besten kennen. Wir sind die Elite, Gideon. Hast du vergessen, wer du bist? Du solltest uns mehr Vertrauen schenken. Überlass das Denken uns. Wir werden euch leiten. Man, here I am. Weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Hallo? Zeitreise-Freaker, beste Freundin? Es fällt einfach verdammt schwer, herauszufinden, wem man vertrauen kann. Mir kannst du vertrauen. Bereit? Bereit, wenn ihr seid. Es gibt nichts, das uns noch aufhält. Gwendolyn, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Auch dafür zu sterben? Vertrau nicht, es ist eine Falle! Du hast mir eine Falle gestellt. Das würde ich nie tun. Gideon steht auf meiner Seite. Ach ja? Du musst herausfinden, wem du trauen kannst und wem nicht. Und das Schlimmste ist, du musst in einem gleichen Raum sein wie ich und ich will dich küssen. Ja. Ja, das ist total schlimm.